wieder ein wenig bärtig, nicht minderwertig. Allerdings frage ich mich, sind die Kinder immer noch hier oder ist das dann schon wieder viel zu optisch fixiert ist? Nein, wie schlimm, was passiert jetzt? Wahrscheinlich einfach alles, was viel zu funky ist und viel zu crunk, bis ihr dann schon wieder peilt, dass das einfach nur die Ansicht ist, mit der ich nun mal freestyle. Ihr hingegen seid schon wieder in den Seilen, einfach nur, weil ihr könnt nicht eilen und zwar weiter voran ist das Vorhaben jetzt schon wieder so lang und doch nur kurzmäßig, dass ich hier schon wieder den Absturz bestätigt wisst und zwar vorne euch, ihr seid Zombies und nichts anderes und somit Zeug, das natürlich auch schon wieder komisch täuscht und Zahn, okay, täuscht, oh verdammt, versprochen, verdammt, aber egal, ich habe den Braten gerochen und frage mich jetzt nochmal eben, was meinte ich nochmal mit getäuscht? Wahrscheinlich einfach bloß, dass es euch entfleucht, dass ich schon wieder viel zu hässlich aussehe. Oh nein, meine Zähne, krumm und schief, schlimm, oder was? Ach, wahrscheinlich seid ihr nicht wirklich krass, sodass ich euch schon wieder wirklich blass nennen will, denn ihr seid letzten Endes nicht mal informiert über Grills. Ich hingegen kümmere mich da um einen Scheiß und frage mich, ist das jetzt Pilz für die Weiber oder doch nur schon wieder irgendwas für die Leiber? Ach, wahrscheinlich seid ihr Greisegrad oder doch nur schon wieder irgendwelche wacke Scheiße halt. Wahrscheinlich seid ihr nicht mal mehr Menschen, könnt keine Gefühle mehr, sondern nur noch die Optik bekämpfen und somit denke ich den gesamten Kram natürlich auch verschwenderisch dran. Natürlich einfach nur so, weil es für mich die Natur ist. Ihr hingegen seid schon wieder nicht die Puristen, sondern einfach bloß die pursten Faschisten, also verpisst euch eben. Ihr habt nichts mit Hip-Hop zu tun, ihr seid einfach nur wack. Kapiert ihr diesen Dreck direkt jetzt? Okay, dann war das direkt von meinem Mike Jack, ja, Genius Hardcore Freestyler Number One, und ich kann das schon von mir behaupten. Wisst ihr auch warum? Underground King of Rhymer Creations. Ich muss mir das Zertifikat noch in New York abholen, aber nun ja, so viel zu dem Thema. Party! See ya!